Willkommen zurück zu Avatar. So, irgendwo hier soll scheinbar ein da versteckt sein. Auf der größten der Steinsäulen. Ach, da oben ist er ja. Das Problem ist, unser Ikran will ja hier nicht so wirklich fliegen. Yes. Das sind alle Drachen. Ja. Hoffentlich bringt das Frieden. Okay. Dann Abmarsch. Cool. Ich denke, die Himmelsmenschen wandern vielleicht wie wir. Nicht wie wir. Wir folgen. Hier, sieh dich um. Bleib unbeugsam. Willkommen, Sag, sieh nur. Hier sind eure Drachen. Wirklich? Alle? Ich kann. Wanderin, das hättest du nicht für mich tun müssen. Du bist zu großherzig. Kummer ist mir nicht fremd, Vater. Jeder trauert anders. Könntest du mir vielleicht noch einen weiteren Gefallen tun? Mit diesen Drachen muss ich etwas für Naku tun. Aber ich brauche Hilfe. Naku und ich hatten einen besonderen Lieblingsort. Nicht weit von hier. Wahrscheinlich oben. Dieser Crew sind immer gut und verlässlich. Hier komme. Schön, dass du da bist. Ich dachte, wenn ich die Drachen loswerde, wird die Trauer weniger. Genau wie wenn man einen toten Ast vom Baum schneidet. Aber Trauer ist keine Krankheit. So stahl ich mir auch meine Erinnerung an Naku. Der Drachen am Boden. Er ist neu. Meiner. Der erste seit langer Zeit. Er trägt meine Erinnerung an Naku. Aber ich kann ihn nicht alleine steigen lassen. Ich lasse ihn gern für dich steigen, Fazak. Naku, ich weiß, dass du mich hörst. Ich habe dir mein Herz verschlossen, um alleine zu trauern. Es ist Zeit, dass wir wieder frei sind. So frei wie der Wind in den Ebenen.
Dort sehen wir uns wieder, meine Liebste. Das war wunderschön, Fa'zak. Bist du okay? Nein, aber es wird besser werden. Ich brauchte das. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Bitte nimm dies als Dank. Ich bleibe eine Weile hier. Mit meinen Erinnerungen. Lendenschutzmod. Das gucke ich mir an. Jo. Okay, cool. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir noch so eine ältere Quest, wo wir eine Muschel eigentlich brauchten. Keine Ahnung, ob das die war. Wir werden sehen. Heimat. Jetzt ich in der Schafferhöhle im Heimat, aber wieso sehe ich denn aber nicht diesen... Ah doch, ich glaube ein bisschen sieht man das doch. Diesen blauen Strich, sage ich mal. Katna führt mit stiller Kraft an. Alles wird gut werden. Fremde. Natus Brust. Brustbandage. Ach, hier braucht man die Muschel, okay. Wofür brauchen wir das Stimmband? Die Wälder sind wieder voller Tiere. Ich verstehe nicht, was du getan hast, aber ich danke dir dafür. Bist du eine Jägerin? Wenn ich dir schon zuhöre, solltest du es nutzen. So, na hoffentlich. Wow, das ist spitze. Ich wusste, dass ich dir nichts beibringen kann. Ist das alles? Kannst du mir mehr beibringen? Du solltest lieber Nivika fragen. Ich bin schlecht darin. Tut mir leid. Aber... Hör zu. Ich weiß, dass du mein Selbstvertrauen stärken willst. Aber Nivika verschwendet nur deine Zeit. Ich habe wirklich kein Talent dafür. Oder für irgendwas. Wenigstens konnten wir das jetzt erstmal machen, ey. Höre dich... im Heimatbaum um. Verzeih, ich höre, du hast Schwierigkeiten mit Netu. Nicht, dass du meine Hilfe bräuchtest. Netu glaubt, sie könne niemandem etwas beibringen.
Da liegt sie falsch. Sie erkennt meine Fehler bei der Arbeit immer sofort. Manchmal sogar, bevor ich anfange. Erst gestern hatte ich eine tolle Idee für ein Muster. Sie nannte gleich 15 Gründe, die mir klarmachten, dass die Idee schrecklich war. Kannst du mir dein Muster zeigen? Vielleicht kann ich damit ihre Aufmerksamkeit wecken. Oh, wirklich? Du möchtest, dass ich es dir beibringe? Oh, wow! Der Schal. Hey, du bekommst so viel Aufmerksamkeit. Das darfst du nicht tun. Bitte hör auf. Das Muster ist grauenvoll. Hat Daewoo es dir beigebracht? Daewoo unterrichtet mich gerne. Ich habe sonst niemanden. Daewoo und deine dummen Ideen. Die anderen Clans werden denken, seine Arbeit stünde für alle Aranae. Wir brauchen trockenes Himmelsfelsenmoos. Es wächst in der grenzenlosen Weite, schwer zugänglich. Du musst dorthin fliegen. Ja, Lehrerin. Bitte nenn mich nicht so. Ich möchte nur helfen, so gut ich kann. Himmelsfelsenmoos. Und war das nicht sogar... Fremde. Himmelsfelsenmoos, juhu. Ein Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat, oder? Hä? Ich hab doch Himmelsfelsenmoos. Schön, dass ich jetzt auf Anhieb sehe, wo die grenzenlosen Weiten sind. Da oben. Aber wozu? Ich hab doch Himmelsfelsenmoos hier in der Tasche. Oder brauche ich Besseres? Wie gesagt... Himmelsfelsenmoos. Ich würde es selbst holen, wenn ich einen Ikran fliegen könnte. Nevika wird das mögen, oder? Besser, aha. Bist du eine Jägerin? So, erstmal gucke ich, ob hier eventuell was wächst. Perfekt für Neto. Okay, jetzt bräuchten wir aber trotzdem noch einen Zahn wahrscheinlich, ne? Kann ich weiterhelfen? Ein Zahn.
Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Du bist gut. Mit diesem Muster tue selbst ich mich schwer. Das ist gut. Du kannst das alles viel besser als ich. Deine Technik erleichtert es mir. Unsinn. Du hast das Moos gefunden und das Stück selbst gewebt. Du hast es mir beigebracht. Du bist eine wundervolle Lehrerin, Neitu. Wie Nivika und Tahewu gesagt haben. Ich? Warte. Nivika hat das gesagt? Und Tahewu? Klar. Sie wissen, wozu du fähig bist. Selbst wenn du nicht an dich glaubst. Danke. Es war wirklich schön, mein Wissen mit dir zu teilen. Was willst du? Hey, nicht so unfreundlich. Ah, wenigstens das jetzt auch abgefrühstückt. So, jetzt können wir vielleicht ein paar Sachen hier auch mal loswerden. Brauchen wir nicht. Ich gerade gewebt. Bogenschießen ist eine Kunst, wie das Weben. Manche würden sogar sagen, eine hohe. Das ist so öde. Mit diesem Ausrufezeichen kann ich immer nicht anfangen. Ich habe immer Angst, das jetzt zu verkaufen, sag ich mal, und dann brauchen wir das vielleicht später noch. So. Sehr gut. Jetzt haben wir ja noch ein paar Quests. Mein Beutel sagt Blutblattrinde. Wer braucht das? Da. Die Schreckenspferde sind wie wir Seswa, frei und stolz darauf. So, Silbermottenfahrt, den könnten wir noch in Angriff nehmen. Nicht so schnell. Ich muss einfach ruhig sprechen. Ja, die Wahrheit ist laut genug. Ey, wie sollte ich denn da jetzt hinterherkommen? Wahrscheinlich mit dem Pferd. Deine Gesundheit hat Priorität. Merk dir das. Und diesen Ort. Danke. Okay, zu Fuß können wir das also vergessen, ey. Nun gut. War das Ding eigentlich mal angegriffen? Ich glaube nicht, ne? Machen wir hier erstmal wieder ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denne.